Du wolltest schon immer wissen, wofür die Steam-Rechnungsadresse ist und wofür du das alles eingeben musst. Dann bist du hier genau richtig. Schütte deinen Kaffee ein und genieße das Video. Hi, ich bin Tobias und heute befassen wir uns damit mit der Rechnungsadresse. Warum muss ich die überhaupt eingeben? Und wofür braucht man die überhaupt? Bei allen Zahlungsmethoden außer PayPal muss man überall die Rechnungsadresse angeben. Sogar bei Guthaben. Das liegt aber teilweise leider daran, dass Steam am internationalen Markt angepasst ist. Ein weiterer Grund ist, dass Steam das aus Sicherheitsgründen macht. Wenn ich da zum Beispiel Harald Schmidt eingebe und heiße ganz anders, dann kann es passieren, dass Steam den Zahlungsverkehr an sich nicht annimmt. Aber darauf sollte man nicht zu sehr pochen, weil Steam kontrolliert das nicht ganz genau. Deswegen pocht da nicht zu sehr drauf, denn Steam wird das nicht hundertprozentig kontrollieren. Muss ich jetzt Angst haben, dass Steam mir jetzt irgendwas sendet und ich tausende Dokumente gesendet bekomme, und ich dann hier auf einmal einen Dokumentstapel von Steam habe? Nein, da musst du keine Angst haben. Steam wird dich jetzt nicht voll spammen mit irgendwelchen Dokumenten. Ich persönlich habe noch gar keinen bekommen und ich bin schon bei Steam, seit Steam gibt. Deswegen brauchst du auch da keine Angst haben, dass Steam dir irgendwas sendet. Warum muss ich dann bei Guthaben, was ja schon bei Steam ist, noch die Rechnungsadresse angeben? Ich habe die Tage ein Spiel gekauft und ich musste da auch die Rechnungsadresse angeben. Also ich konnte sie auf jeden Fall ändern. Und ich habe mich echt gefragt, warum muss man das angeben? Und ich habe da nichts Genaues darüber gefunden, außer dass es am internationalen Markt angepasst ist und pipapo. Aber da gibt es halt nichts Genaues zu, warum man das bei Guthaben angeben muss. Ist es einfach nur da? Es ist leider nervig, ja. Wie kann ich meine Rechnungsadresse ändern? Und wie kann ich das bei Steam machen? Das werde ich dir jetzt genau zeigen. Dein erster Schritt ist es, Steam zu starten. Und wenn Steam gestartet ist, gehst du einmal in den Shop. Wenn du im Shop bist, fügst du einfach ein Spiel hinzu, klickst einfach auf ein Spiel und gehst dann auf in den Einkaufswagen. Als nächstes wirst du in einem Warenkorb weitergeleitet und hier hast du zwei Felder zum Auswahl: für mich selbst kaufen oder als Geschenk kaufen. Du willst das jetzt für dich selber kaufen und gehst jetzt einmal für dich selbst kaufen. Auf der nächsten Seite kannst du dann den Zahlungsverkehr auswählen. Bei PayPal kannst du bei mir zum Beispiel keine Rechnungsinformationen angeben, aber sobald du den die Zahlungsmöglichkeit veränderst, dann kannst du deine Rechnungsadresse verändern. Du gehst da einmal oben auf das Feld und wählst deine Rechnungsadresse auf. Ich mache das jetzt einfach mal testweise mit GiroPay. Ich habe jetzt einmal GiroPay ausgewählt und hier kannst du von IBAN bis BIC deine Adresse und ganz unten kannst du sogar noch dein Land ändern. Wenn ich dann jetzt hier alles verändert habe, wie es mir beliebt, gehst du dann unten auf das grüne Feld auf Weiter. Was sich viele auch fragen, wofür ist die Rechnungsadresse Zeile 2? Das ist genau wie bei den anderen Shops. Es ist einfach nur dafür da, um noch Zusatzinformationen zu deiner Adresse anzugeben. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel, wenn du in einem Hochhaus lebst, die Stockanzahl. Das macht man einmal mit zweimal Slash und gibt dann die vierte Etage ein. Vierte Etage, zweite Etage. Wenn du für die Zukunft noch planst, öfters bei Steam einzukaufen, dann würde ich unten noch ein kleines Häkchen einmal die ganze Zahlungsinformation zu speichern. Da musst du die nicht jedes Mal neu eingeben und sparst dir auf jeden Fall eine Menge Zeit. Wenn du jetzt noch weitere interessante Steam-Videos sehen möchtest, dann klick jetzt einmal oben, da oben auf das kleine i, auf die Infocard. Da kannst du noch weitere Videos angucken über Steam. In der Endcard sind auch noch ein paar Videos verlinkt, wenn du dich da auch noch mal reinstöbern möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein fettes Dankeschön dafür.